Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem neuen Video und dieser neuen Reaction. Es handelt sich um eine Reaction auf M&A Productions und in diesem Video ging es um die Leaks für die LEGO Star Wars Sets des Winters 2021. In dem Video von M&A Productions wurden aber tatsächlich die Bilder nicht gezeigt, wahrscheinlich aus irgendwelchen markenrechtlichen Dingern mit M&A Productions und LEGO, dazu mehr dann während der Reaction. Und ja, deswegen habe ich mich nach dem Video nochmal hingesetzt und dann noch die Bilder tatsächlich gefunden auf Instagram und das habe ich dann nochmal gefilmt. Währenddessen hatte ich aber schon mein Mikro ausgestöpselt und hatte dann vergessen, es wieder einzustecken. Sprich, gleich wird der Ton ein bisschen schlechter. Da die Bilder wahrscheinlich das sind, was die meisten Leute interessiert, packe ich jetzt den Clip an den Anfang. Also ihr seht jetzt gleich das, was ich dann nach der Reaction aufgenommen habe. Halt dann die Bilder und danach kommt dann halt die Reaction. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, let's go. Noch ein ganz kurzer Nachtrag zum Video. Ich habe doch noch die Bilder gefunden und da ich ja ein recht kleiner YouTuber bin, besteht glaube ich auch nicht so groß die Gefahr, dass irgendwie LEGO auf mich aufmerksam wird. Deswegen zeige ich euch jetzt mal hier still und heimlich die LEGO Star Wars Leak Bilder. Die könnt ihr aber auch alle auf Instagram finden. Also wenn ihr einfach LEGO Star Wars 2021 Leaks Instagram eingibt bei Google, dann kommt es auch eigentlich direkt hier. Haben wir es nämlich, da geht's los. Hier, das sind die Microfighter, der AT-AT Microfighter und der Tauntaun. Der Tauntaun sieht tatsächlich sehr in Ordnung aus. Eben mit, ja, M&A Productions meine jetzt Luke Skywalker, könnte auch ein ganz normaler Trooper einfach sein. Obwohl, nee, da ist ein Lichtschwert dabei. Perfekt. Und der AT-AT eben mit einem AT-AT Pilot. Und hier haben wir dann die anderen Bilder. Hier sehe ich übrigens gerade was anderes. Nämlich, perfekt, jetzt muss ich erstmal wieder runtergehen. Wirklich. Wenn man bei Instagram nicht angemeldet ist. Ich sehe hier nämlich, glaube ich, Harry Potter Leak-Bilder. Das sieht mir aus wie Harry Potter Leak-Bilder. Das können möglicherweise diese Klassenzimmer sein, oder? Die ich euch schon im News-Video gezeigt habe. Das ist auch interessant. Und ansonsten hier eben das Imperial Shuttle. Sieht ganz in Ordnung aus. Es sieht in der Mitte eben hier dieses Runterhängende da, was er schon gesagt hat. Sieht in der Mitte, sieht so ein bisschen blockig aus, finde ich. Man muss dann halt mal gucken, wie es da mit ausgebreiteten Flügeln aussieht. Ansonsten sieht's. Ja, aber es sieht schon in der Mitte, sieht schon sehr blockig aus, oder? Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ansonsten hier eben dieser Juniors mit Blau und Weiß. Könnte also doch der aus Episode 9 sein. Figurentechnisch sieht man jetzt nichts Großes. Dann eben dieser TIE Fighter sieht schon ziemlich ähnlich aus, wie der den Brick Story da gerendert hat. Und ansonsten, hier der Millennium Falke, sieht man hier ganz klein. Und ja, hier ist dann der X-Wing, der 50 € X-Wing. Ich hätte tatsächlich beim ersten Blick, wenn ich nicht wüsste, dass das ein neues Set ist, glaube ich, gar nicht so krass den Unterschied erkannt zu dem von 2018, weil die Hintergrundkulisse so sieht schon sehr, sehr ähnlich aus wie von 2018. Vorne sieht es auch so ein bisschen weird aus, irgendwie mit so komischen Steinen oder so. Und ansonsten, ja, sieht es okay aus. Man wird gucken müssen, wie groß der dann ist und wie die Proportionen dann passen. Das sind dann auch einfach jetzt erstmal nur Leak-Bilder. Hier Lineago, interessant. Und ja, was ich aber sehr interessant finde, ist, dass es hier Harry Potter Leak-Bilder gibt. Da, das scheinen hier die vier Klassenzimmer zu sein, die ja im Januar erscheinen. Ja, das war's dann von mir. Ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einer brandneuen und vor allem auch unerwarteten Reaction hier bei Time for Bricks mal wieder auf M&A Productions und zwar auf ein Video von vor 6 Minuten. So neu, dass es tatsächlich noch nicht mal auf der Kanalseite draufsteht. Und ja, es ist ein sehr interessantes Video. Es trägt den Namen LEGO Star Wars 2021 Set Pictures Leaked Full Breakdown. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst ja, falls ihr das gesehen habt, meine Reaction auf die Set-Infos, wisst ja, dass ich jetzt nicht unbedingt so begeistert war, diplomatisch ausgedrückt, von diesen Infos. Ich habe aber auch gesagt, dass wir natürlich die Bilder erstmal abwarten müssen, weil es kann ja noch irgendwie cool werden, wenn coole Minifiguren dabei sind. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich versuche meine Erwartungen so niedrig wie möglich zu halten, aber vielleicht kommt zumindest ein, zwei coole Sachen daraus. Wir schauen mal rein. Wir sehen hier den TIE Fighter, Leaked-Ding da, was ja schon geleakt wurde. Shuttle natürlich und dann Microfighter, Millennium Falcon und AT-AT und ein Hoth-Rebel Trooper und ein TIE Pilot. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. It is one of those days, fellas. Welcome on in.
Okay, er sieht auf alle Fälle schon mal deutlich zufrieden aus als bei dem anderen Video. Everybody, to my video talking about LEGO Star Wars 2021 sets. I was just about to film, and I still may film it and upload it later this week or next week, a devil's advocate video for why I thought 2021 wasn't going to be so bad for LEGO Star Wars. But instead, I popped up Instagram for just a second before I was about to record that. And lo and behold, we have leaked images of the 2021 LEGO Star Wars sets. Anyway, if you guys are not excited for the LEGO Star Wars 2021 sets. Wird er die Bilder in dem Video zeigen? Weil ich glaube, bei den Sets für diesen Sommer, da hat er auch ein Leak-Video gemacht, wo er die Bilder auch gezeigt hat. Und da gab es ja offensichtlich Probleme. Da musste er das dann, glaube ich, kurzzeitig offline nehmen, weil LEGO das nicht so toll fand. Ich bin mal gespannt. Sets, make sure you hit that like button. We'll start out with the 75295 Millennium Falcon. Okay, sieht nicht so aus. Dann muss ich mal gleich, ich schaue nochmal später, vielleicht auch im Laufe des Videos nochmal nach, ob ich diese Leak-Bilder finde. Microfighter. It looks like a Millennium Falcon Microfighter. What do you know? It's got the circular radar dish, stud shooters on top, so it actually makes a slight change to the 2014 design, but it's still pretty much the same. Ja, das hier 75030, das ist der von 2014. Das ist nicht der neue, aber der wird vermutlich ähnlich aussehen, vielleicht noch eher mit stud shootern obendrauf, statt diesen. Wie heißen die Dinger? Flickfire Missiles oder so? Ja. It's the 2017 or 2018 design, I don't remember which year it came out in. And then it's gonna include a Hoth Han Solo, I think. Okay, interessant. Hoth Han Solo. Passt natürlich zu dem AT-AT vs. Tauntaun Microfighter. That's a nice. Oh, vielleicht erfahren wir aber noch, was das was der andere Microfighter ist. Es gibt ja mal zwei einzelne und einen Doppel-Microfighter. Der Doppel-Microfighter eben Tauntaun vs. AT-AT. Und dieser einzelne dann eben der Millennium Falcon. Und ich bin sehr gespannt, ob wir noch den jetzt erfahren, was der zweite ist. Da war ja spekuliert worden, dass der zweite einzelne möglicherweise auch die Razor Crest ist als Microfighter. Nice figure to have in a Millennium Falcon Microfighter. It's not the same as the one we got in 2014. It's not the same as the Chewbacca, obviously. So it's a nice kind of one-off figure. Although it's hard to tell at this point if it's going to be substantially different. Also ganz ehrlich, also gibt es jemanden von euch da draußen, den dieser. Der richtig gehypt ist vor diesen, ich kann das Video auch echt gleich beenden, auf diesen Millennium Falcon, ist da irgendwer von euch gehypt drauf? Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen. Different than any Hoth Han Solo we've had in the past, but for 10 bucks a Hoth Han Solo, I think that's good for some people, but again. Ja, also. Ich sag's mal so, ich würde die These aufstellen, dass ein großer Teil der LEGO Star Wars Community, abgesehen natürlich von Kindern, die immer neu dazukommen, bla bla bla, ich würde aber behaupten, dass LEGO Star Wars schon auch innerhalb der LEGO-Welt eine der Themenwelten ist. Da könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren, was ihr dafür eine andere Meinung habt, aber ich würde behaupten, dass LEGO Star Wars in der LEGO-Welt eine der Themenwelten ist, wo es die größte Anzahl an wirklich krassen Sammlern gibt. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele LEGO Star Wars Sammler, die wirklich über Jahre immer weiter LEGO Star Wars sammeln. Und da dann innerhalb von acht Jahren, dreimal einen Millennium Falcon Microfighter zu bekommen. Und noch diverse andere Microfighter, glaube ich, wo Han Solo oder Chewbacca oder so drin waren. Ist halt wirklich ein Schlag ins Gesicht. And it's just not ideal being the third Microfighter Millennium Falcon in the 7 years of Microfighters. I just don't think that's right. Now, if we remember on the rumor list, there was set number 75296, which was supposed to be another micro. Genau, das ist dieser Einzelne. But I am not seeing it here. It appears that that. Okay, schade. Ich muss mal gucken, ob ich gleich nochmal diese Leaks finde. The set may have actually been canceled. It was something that I think I mentioned in some video somewhere at some point. But it does appear that that may have actually ended up becoming. Ich muss mir eigentlich auch unbedingt einfach mal wirklich mal einen Insta-Account für den Kanal hier erstellen. Dann ja. Kann ich die vielleicht auch posten. Becoming a canceled microfighter, maybe pushed back to a later date. I don't know, but that's just not appearing anywhere in the archives here on these images. Now the next set number is 75297, and that is not actually the dual pack microfighter. It is the Resistance 4 Plus X.
Da ist er. Swing. And while we don't currently also das ist er nicht. Nicht verstehen. We have the figures for the set. We do know the set is supposed to cost $20, so it's gonna just be the X-Wing. It shouldn't have any extra build like the Ich war ganz kurz habe ich die Lausche aufgesperrt bei den 20 Euro, weil halt das hier war halt wirklich eine harte Frechheit für 30 Euro, auch wenn in einem 30 Euro sind drei Figuren Wahnsinn. Aber das war wirklich, das war eine harte Frechheit für 30 Euro. Und sowas für 20 Euro wäre schon ganz gut in der Lego Star Wars Welt. Aber wenn es nur so ein Ding für 20 Euro, Hilfe. Ja, ich bin gespannt auf die Figuren. Wurde das schon gesagt? Ich kann mich nicht erinnern, aber es kann sein. Und ich glaube, jetzt hier auch überall wurden immer diese Bilder eingeblendet von diesem blauen Post-X-Wing. Es ist dann wahrscheinlich der, oder? Glaube ich jetzt mal, aber ich weiß es nicht ganz genau. 2019. Weil von Post-X-Wing gibt es ja drei verschiedene Versionen. Einmal diesen orange-schwarzen, den er in Episode 7 hat und der dann in Episode 8 zerstört wird. Dann eben diesen blauen, den er ganz am Anfang, ganz kurz auf Jakku da hat. Und dann halt diesen orange-weiß-blauen, den er dann in Episode 9 hat. Junior's X-Wing, which notably is still on shelf. Der jetzt auch aktuell gerade noch am Markt ist, aber mega, mega Idee, so ein Junior's X-Wing noch rausbringen und noch einen verkleinerten X-Wing. So I don't know why they're making another Junior's X-Wing. Oh, because this one has some blue on it, maybe? I have no idea. But the build looks basically the same as the other X-Wing. Großartig. Obviously, other than the engines, which are gonna have like the semicircles. Oh, ne, bitte nicht wieder dieses Cockpit. Also, guckt euch dieses Cockpit an, davon kriege ich ja Albträume. Puh. Wem's gefällt? Instead of the full circular apparatus there, and then they'll kind of connect and whatnot, but it's pretty much the same. A pretty dumbed down X-Wing build, and it does not look very good. So that's the Junior's X-Wing. That's exactly what it looks like. I would not expect it to change much from this preliminary image into the actual full-on X-Wing for 2021. Now, sind das jetzt noch gar nicht die richtigen Bilder oder was? Sind das so Bilder wie dieser TIE Fighter, also nur so Concept-Art-Bilder? Okay. Ja, also ich verstehe das Konzept in der Junior's nicht. 4 plus. Für Star Wars schon mal eine interessante Sache. Aber ja, wem auch immer Juniors gefällt, der freut sich da vielleicht drüber. Juniors kann auch gut aussehen. Den A-Wing und TIE Fighter zum Beispiel fand ich erträglich noch vom Aussehen. Für so ein Junior-Set, was halt sehr, sehr wenig kostet, ist es halt, sah es okay aus. Aber halt den Snowspeeder und den X-Wing fand ich halt wirklich grauenhaft von den Bildern. Und noch so einen. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren jetzt auch nicht unbedingt der Knüller. Now the next setup is 75298, and that is going to be the Microfighter Dual Pack here with the Tauntaun and the AT-AT, and I think that is a pretty nice. Hat er gesagt, welche Minifiguren da drin sind, oder ist es noch gar nicht klar? Also wenn es so Concept Art Dinger wirklich sind, dann sind da ja wahrscheinlich auch die Minifiguren noch nicht dabei. Okay. Nice combo. As much as a Snowspeeder would certainly be a better combo with an AT-AT, I think it works fine. The Tauntaun looks very cute. It has Luke Skywalker on the back, and that's going to be a Hoth Luke Skywalker there with his blue lightsaber, of course. Has a clip that can attach that blue lightsaber. Also sind es doch nicht nur Concept Arts, egal. Ich habe die Bilder nicht gesehen, insofern ich habe keine Ahnung. To the Tauntaun, unfortunately. Hört nicht auf mein Gerede. Can't show you the image again. And the AT-AT does look like it has quite a different build than the original version that we got as its own standalone set. It is going to have another AT-AT driver, which is kind of unfortunate. So you're not getting like a General Veers or like an exclusive character like that. You are going to be getting a character that is not quite as rare or hard to come by. But it is basically the obvious choice for the character that should be in an AT-AT as its lone pilot. And the head is actually looking like it's actually shaped much better than the version that we got previously. It does look like it's a bit slimmed down. The legs and feet for this AT-AT, again, very similar to the original version of the Microfighter AT-AT that we saw, and it's just not exciting me. The design of it in that way doesn't look great, but I do like the paneling that they have for the body of it here for the Microfighter AT-AT. Very mixed bag with that Microfighter set, but I think the Tauntaun being cute is going to go a long way for a lot of people. I think set 75299 at $30 is the Mandalorian set. I can't remember exactly, but it's definitely not in these pictures, which is interesting. So that may. Okay, ja, dann. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich sagen, dann wird's vermutlich
auf Staffel 2 dann basieren, was ja die ja am 30. Oktober, glaube ich, startet. Give some credence to it being from Season 2 versus Season 1, because that would give them a reason to not have actually put the image in yet and trying to keep whatever. Wobei halt so Leak-Bilder sind ja, glaube ich, eigentlich nie gewollt. So quasi deswegen. Aber es ist ja was relativ offensichtlich die Möglichkeit da, dass es auf Staffel 2 basiert. It is a secret, so maybe something from Season 2 that we just haven't seen. But moving on into 75300, that should be the $40 TIE Fighter. And that TIE Fighter we actually a really good render of by Brickstory here. And this is based... Brickstory hat es ins MLR Productions Video geschafft. Basically what the TIE Fighter is going to look like. Aber ist auch natürlich gut nachgebaut. Keine Frage. Ja. Was soll man dazu sagen? Die Proportionen passen einfach nicht. Punkt. Like, it is pretty spot on. Unfortunately, it's just not going to be the best TIE Fighter ever, but for $40, I don't think it's a terribly bad value if you compare it to what is the $20 TIE Fighter for the Juniors lineup. I think that you can see that it's probably definitely worth double the money there. I think the Ja, da habe ich auch mit einem von euch in den Kommentaren drüber geschrieben, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der bestimmt nicht schlecht. Ich glaube, der über 400 Teile, ich meine 432 oder so, also unter 10 Cent pro Teil, was ja wirklich außergewöhnlich gut ist für ein Lego Star Wars Set, für so ein Playset, abgesehen von so Brickheads und so, die ja viele kleine Teile dabei haben. Das ist schon eigentlich sehr, sehr gut, aber ich kann halt nur für mich sprechen und ich zahl lieber ein bisschen mehr und bekomm dann was Besseres. Ja. Und wenn mir jetzt irgendwer von euch schreibt, ja, dann kauft doch den UCS TIE Fighter. 200 Euro auszugeben ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als irgendwie 70 Euro. Also, keine Ahnung, so 70 Euro TIE Fighter kannst du dir vielleicht so zu Geburtstag oder Weihnachten wünschen. So. Wenn du dir irgendwie so einen UCS TIE Fighter zu Weihnachten früher gewünscht hast, dann ist da nicht viel mehr übrig geblieben. An sonstigen Zeugs. Weiß ich nicht, wie es bei euch war. Und deswegen finde ich so ein 70... Also, ich verstehe nicht, warum? Also, ich kann mich nicht groß erinnern, dass sich viele Leute über diese 70 Euro TIE Fighter so beschwert haben. Ja? Verstehe ich nicht. Also, da gibt es ja ganz andere Probleme bei Lego, die immer noch nicht gefixt wurden. Stubshooter beispielsweise, beziehungsweise kommen jetzt keine Battle Pack mehr. Also, das verstehe ich echt nicht, was da der Plan ist. Und beispielsweise auch der 50-Euro-TIE-Fighter eben von 2012, der sieht zwar nicht annähernd so detailliert aus wie der von 2018, dieser 70-Euro-TIE-Fighter, oder der First Order von 2015, 70 Euro, aber der sieht trotzdem 10, also dieser 50-Euro-TIE-Fighter von 2012 sieht trotzdem 10-mal besser aus als dieser hier, weil der einfach von den Proportionen viel, viel besser passt. Hier sind einfach, das Cockpit ist viel zu groß im Vergleich zu den Flügeln, also die Flügel sind einfach viel zu klein. Eure Meinung zu allem natürlich gerne. Dollars, I don't think it's a terribly bad value if you compare it to what is the $20 TIE Fighter for the Juniors lineup. I think that you can see that it's probably definitely worth double the money there. I think the character lineup will be pretty important for this set. Obviously, it's going to have a TIE pilot. I can't imagine anything else but a TIE pilot being a figure there. But I think the other two figures in the set, because it is rumored to have three figures apparently, the other two figures... Okay, aber auf den Bildern, die jetzt da geleakt wurden, scheinen also bei dem Set auf alle Fälle die Figuren auch nicht mit dabei zu sein. Be very important as to how people perceive this one. Let me know below in the comments. Das stimmt wirklich. Also das ist wirklich eine richtige Aussage. Wenn da Bombenfiguren mit dabei sind, dann scheiß drauf, dass es 40 Euro kostet, scheiß drauf, dass es nicht so gut aussieht, aber wenn die Figuren wirklich, wirklich gut sind, dann werde ich es mir wahrscheinlich auch zulegen, aber wenn da jetzt irgendwie ein TIE Pilot, ein Offizier und ein Astromech Droid drin sind, dann, ja, ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß nicht, was es soll. Wie gesagt, ich zahle lieber ein bisschen mehr und habe dann ein Ding, was gut aussieht. What you think the other two figures in this tie should be. Lego has certainly already decided it at this point, but I'm curious what you guys have is like the most likely things, because I'm drawing a blank, and honestly I'm just hoping it's not like another Darth Vader and another Stormtrooper. Like, you just don't need those things. So TIE Fighter looking fine, I guess. Not the worst set I've ever seen, but definitely not the best set I've ever seen. It's gonna be very much a middle ground there. And moving on at 50. Und es ist halt einfach schade, weil der von 2018 finde ich ein sehr, sehr gutes Set war.
bucks. We have the 75301 X-Wing. And this X-Wing is basically a mix of the 2012 X-Wing with the 2000... Jetzt sag nicht und dem Juniors. ...and 18 X-Wing, but you basically take the 2018 X-Wing, a little more touch of the 2018 X-Wing, because it's got a little more yellow on it, it's got a little bit more of, like, the proper markings and all that, and then you throw on, like, the 2012 X-Wing can... Okay, gut. Ich dachte, er hätte gesagt irgendwas mit Juniors. Wäre es hier vorbeigegangen. Along with like the thinner wings, although the wings are kind of an intermediate thickness. They're only two tiles thick, basically, most of the length of the wing, other than where it kind of slants up and into the engine. The cockpit piece is going to be the same cockpit piece that we've had for the more recent X-Wing sets, which makes sense. I wouldn't see why they would use anything else. I don't know. Ja, aber wenn der so ein bisschen downsized ist, beziehungsweise mächtig, Hälfte vom Preis, dann besteht natürlich auch die Gefahr, wenn man hier das gleiche Cockpit-Piece benutzt, dass dann das so ein bisschen überdimensional wirkt im Vergleich zum restlichen X-Wing. If there's going to be another figure in this set or not, but the two figures inside of the build are certainly Luke Skywalker and R2-D2, and it makes sense, it's Red 5's X-Wing. I mean, what else did you expect? I know some people were like, oh, but what if... Hat er gesagt? But the two figures inside of the build are certainly Luke Skywalker and R2-D2, and it makes sense, it's Red 5's X-Wing. I mean... Ach so innerhalb des X-Wings. Ich dachte jetzt gerade, er hätte jetzt gesagt, es sind nur die beiden Figuren mit dabei. Kann natürlich sein, aber hoffe ich nicht und glaube ich auch eigentlich nicht. Also da waren immer mindestens vier Figuren mit dabei. Aber wenn da noch zwei andere Figuren dabei sind in dem X-Wing, dann werden sie jetzt wahrscheinlich auch... leider, es ist irgendwie bei X-Wings das gleiche Spiel bei diesen Red 5 X-Wings wie beim Anakin's Jedi Interceptor. Beim Anakin's Jedi Interceptor oder beim Anakin's Jedi Starfighter sind auch immer nur Anakin und R2-D2 mit dabei. Und hier wird es auch nicht anders sein, dass wahrscheinlich Luke, R2-D2, dann noch ein anderer Dude von den Rebellen und noch ein anderer Astromech holt. Mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass da drin ist. You know, what else did you expect? I know some people were like, oh, but what if the TIE Fighter is Moff Gideon's and the X-Wing is from Rogue Squadron or whatever the heck it is. That was never the case. It was always Red 5's X-Wing, and that is being shown here. It's in the Death Star trench. It's certainly not based on the video game that's just coming out. So yeah, the X-Wing looks actually good for $50. I'm gonna be honest here. I am surprised. Das macht mich halt wahnsinnig. Es ist halt... Ja, es ist halt das Ding. Wahrscheinlich wird es für diesen Preis gut aussehen. Aber ich habe schon oft gesagt, ich kann nur für mich sprechen. So ein Ding, was nix Halbes und nix Ganzes ist, will ich nicht sehen. Ich will entweder was ein bisschen teurer ist, 70 Euro oder 100 Euro, beziehungsweise wo man sagen muss, bei den X-Wings 100 Euro ist schon eine starke Ansage. Sowas sehe ich viel lieber und dann habe ich lieber eben, auch wenn ich kein großer Juniors-Fan bin, habe ich dann lieber irgendwie so ab und zu mal ein X-Wing oder ein TIE Fighter in Juniors-Version, dass die sich nicht das Geld ausgeben können oder wollen, eben dann vor allem Kinder, sich dann so ein TIE Fighter oder so kaufen können. Aber so ein 40 Euro TIE Fighter, so ein 40 Euro X-Wing, es ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes, es ist kein Ding, was wirklich gut aussieht, es ist kein... wirklich billiges Set, also für mich als Kind war jetzt ein 50-Euro-Set kein billiges Set, ja, deswegen, also, egal, die erwachsene Zielgruppe ist offensichtlich wieder unwichtig geworden. Surprise. Eine Sache, die ich glaube ich bisher noch nicht gesagt habe, ich habe bei diesen, als so manche, gab ja wirklich viele, viele Leute, die unter anderem auch dem, was ich gesagt habe, zugestimmt haben. Und auch meinten, das wäre wirklich einer der schlechtesten Star Wars-Filme überhaupt. Seit langem. Ich habe es auch unter einem Video kommentiert. Ich sammle schon seit 10 Jahren Lego Star Wars. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich je so enttäuscht war von Infos, wie jetzt dieses Jahr, für 2021. Und darunter haben dann Leute geschrieben, ja, aber die Erwachsenen, die haben ja jetzt schon ganz viele Sets bekommen in diesem Jahr, deswegen ist jetzt gut, dass wieder was für die Jüngeren gemacht wird. Die Playsets waren auch mal für die Jüngeren, klar, diese wirklich teuren Sachen konnte man sich dann vielleicht nicht von seinem Taschengeld kaufen, aber dann vielleicht über Geburtstag, Weihnachten etc. Und ja, Lego hat in diesem Jahr Erwachsenen 18+,
einiges geliefert mit den Helmsachen, den Mosaiken und so weiter und so fort. Aber wirklich eine wirklich wichtige Essenz von Lego Star Wars sind einfach im Endeffekt Minifiguren. Also wirklich, Minifiguren sind so verdammt wichtig bei Lego Star Wars, finde ich zumindest. Deswegen ist es ja auch wirklich so schade, dass es so wenige Figuren gibt in den Playsets. Grüße gehen mal wieder raus an Harry Potter. Ja, im Endeffekt, klar, 18 plus, bla bla bla, so Mosaik-Dingsbums sind Sachen, die man sich irgendwie cool hinstellen kann oder so. Oder irgendwelche Helme sind auch Sachen, die man sich cool hinstellen kann. Aber im Endeffekt ist Lego Star Wars halt auch einfach für mich zumindest zum großen Teil Minifiguren sammeln. Und wenn ich dann irgendwie so ein Set bekomme, so ein 70-Euro TIE Fighter, da habe ich dann gute Figuren, auch wenn es jetzt bei Solo nicht die absoluten Bombenfiguren waren, aber dann bekomme ich da Figuren, habe ich ein Playset mit Figuren, womit man auch spielen kann. Ich finde dieser Plan von wegen, man hat so 70-Euro Sets oder auch 50-Euro Sets oder was weiß ich, die sowohl gut aussehen für die Erwachsenenzielgruppe als auch Play-Features haben oder zumindest ein paar Sachen, mit denen man spielen kann und halt Figuren, finde ich, war halt einfach eine gute Sache, ein guter Kompromiss. Auch, wie gesagt, ich habe es ja schon oft gesagt, jetzt vielleicht so ein 70-Euro-Teilfahrt, da man sich jetzt nicht unbedingt einfach mal so vom Taschengeld gekauft hat. Aber, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man jetzt für Leute wie mich und wahrscheinlich eben auch viele Leute, ich habe es ja gesagt, in den Kommentaren waren ja auch die Reaktionen wirklich nicht gut auf diese Infos, da, ja, so ein budgetsparendes Ding irgendwie draus machen. Just by how good they were able to make this X-Wing at that $50 price point, I just didn't see it happening, and LEGO actually seems to have delivered here for $50. I think it's a very fair set for people that wanted a cheaper X-Wing. That being said, wolltet ihr das? Sicherlich, denn ich habe es ja auch schon gesagt, der 100€ war jetzt nicht unbedingt perfekt vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wolltet ihr so einen verkleinerten X-Wing? Wenn ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. I feel like the last X-Wing you could commonly find, the 2018 one, commonly find for like $56, $54. Das ist halt auch, also es ist ja immer Rabatt im Spiel. From Target, so it's not like this is a huge price differential, at least from retail price, and I know it's comparing apples to oranges here, but the retail price of this one compared to the sale price of the last one, there's not a huge difference there, but it does make sense for LEGO to want to shift to cheaper things because a lot of their things have gotten really expensive. So there's a lot of complicated stuff here. Ja, aber es ist ja nicht so, dass das von der Größe und der Teileanzahl gleich bleibt und einfach nur der Preis runtergepackt wird, sondern eben die Qualität wird ja dadurch auch schlechter. That I have very varying opinions on. And then that leaves us with the big set of the wave, the Imperial 80€ Set, das größte Set der gesamten Welle. Shuttle. And it is surprisingly close to the size of this Imperial Shuttle. Das klingt natürlich gut. The wings don't quite reach as high. I would say the wings go to about this height right here. Like they cut off a few studs on the top here, the wings, to make them. Okay, das wäre natürlich schön, wenn jetzt nochmal gute Nachrichten kommen. A little shorter in comparison with the main fin. Beziehungsweise bisher waren es ja quasi keine Nachrichten, also sind ja keine Bilder eingeblendet und so weiter. Ja, viel Neues an Info war jetzt unbedingt nicht hier drin, aber gut. Haben wir trotzdem nochmal drüber geredet. Which actually looks to be the same size as the main fin here. Maybe it's a brick shorter, maybe it's not, hard to tell, but it does look to be the same size. Obviously gonna have very similar build technique with all the Technic built in, so that it's strong as this older 2015 model. Now the set that's coming out is gonna cost $70 or $80 versus this set here, which retailed for $100. So you're seeing the price difference, but not really a huge size. Ja, aber wo wurden dann die Teile eingespart, ist die Frage. Size difference somehow in 589 pieces, they actually did it pretty good justice from the preliminary image I'm seeing. Now where I have a big issue. Wenn das so wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich so, wie sich vielleicht manche Leute diesen 40€ Teil weiter gewünscht hätten. Nämlich einfach so quasi wie den 50€ von 2012, halt nicht ganz so detailliert, aber trotzdem immer noch gut aussehend. Und wenn sie das für 80€ beim Imperial Shuttle hinbekommen hätten, das wäre natürlich ganz gut.
with this newer model, just looking at the picture here, is that right underneath the cockpit of the set, there's like this huge block. And I'm not really sure because like this obviously has a space underneath it, like a big area, but this one looks like it drops all the way down to the floor. Like it's a huge block of pieces that just really takes away from the look of the front end of the shuttle, and I'm not really sure what to think about that. I do think about that. I think it's bad, but that part of the set particularly looks pretty rough, and I'm not sure what the deal with that is. Now, I will say maybe it is the case where the pieces actually open a little bit for their image, and that's why it looks to be like it's extending down farther away from this than it actually is. So that's potentially the issue there. I'm not 100% sure. And the other design attribute about this set that I think is pretty notable is that it does have some stud shooters on the side of the cockpit. We saw this with the 2018 Imperial Landing. It's very similar in that way, but it's obviously going to be a slightly slimmed down version of this 2015 set. And even to that, it's hard to tell, but I think there may be no landing gear on it. I think that may be a small place where they actually did end up cutting corners. It's really hard to tell because it looks like a pretty similarly sized ship, probably a little thinner as far as like maybe cutting out a little bit of the width of the set down a couple studs on each side. Again, it's very hard to tell from these images. It's not like we have like 8 images of each set. We can see all the angles. It's just one image and it's kind of blurry. So hard to tell, but that's the best description I can give you guys. That is all the War aber eine ganz gute Beschreibung. Star Wars 2020. Also ich kann es mir einigermaßen vorstellen. One set images we have as of now. Obviously I couldn't show them to you. I apologize for that. Hopefully soon we'll have official images, but ja, da schauen wir dann nochmal auf drauf. Ich glaube, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr finden jetzt demnächst. Und ja, vielleicht macht ja noch irgendwer, vielleicht Brickstory oder so, macht vielleicht nochmal ein Video, wo dann er die Leak-Bilder zeigt. Aber ja, wir schauen mal. Wir warten ganz entspannt. So wie es momentan ausschaut, gibt's ja nicht groß was zu verlieren. Also gehen wir ganz entspannt an die Sache ran. Ja, und schauen, was dabei rauskommt. As of now, that is what we're working with. Looks like a pretty rough wave. Not a lot going for it. Obviously no Clone Wars. Es sind auch wenige Sets, muss man mal sagen, ne? Es sind nicht viele Sets, also... Was haben wir denn? Juniors halt mit dabei. Zwei Microfighter, 1, 2, 3, 4 Juniors, dann 5 Mandalorian, 6 TIE Fighter, 7 X-Wing, 8 Sets mit dem Shuttle. Wie viel waren es dieses Jahr? 2 Microfighter, ein Doppel-Microfighter, ein Juniors, dann hier Dual Mustafa, Obi-Wan's Hütte und Landspeeder und halt Sith TIE Fighter und X-Wing. Okay, ein Set mehr. Oder? Ein Set mehr? Egal. Ihr werdet mich sicherlich korrigieren, wenn ich mich verrechnet habe. Oder falsch gezählt. Aber ja, irgendwie... Ich hab's gesagt, es fühlt sich an wie nix Halbes und nix Ganzes. Es ist halt irgendwie... Irgend so ein weirder Mix aus... unbeschreiblichen Sachen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal, es wird bestimmt interessant. Which was massively disappointing to a lot of people. We should be getting one Mandalorian set in this wave. That's the rumor, but obviously it's not in the retailer catalog here, so who's to say what becomes of that at this point. Perhaps one of the least exciting waves in years, and it certainly does not... Würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Es bleibt natürlich, hier sind leider keine Bilder mit dabei gewesen, aber es bleibt natürlich bei der Tatsache, dass man erstmal die Bilder abwarten muss und dann die Figuren und so weiter und so fort. Figurenmäßig sieht es jetzt auch bei den Infos, die wir haben, nicht so aufregend aus, deswegen erwarte ich keine großen Sprünge, figurentechnisch. Aber ja, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht bisher. Ja, erst recht vor der Tatsache, es gibt keine Battle Packs und so weiter. Ich meine, viele fanden die Welle von diesem Januar ja auch nicht nice. Ich fand die Welle von diesem Januar jetzt auch nicht nice, also Obi-Wans Hütte... Hat mich nicht wirklich interessiert. Luke's Landspeeder war wirklich einfach nur ein Running Gag. Das Duel am Mustafa hat mir auch nicht so gefallen. Sith TIE Fighter war halt ein neues Schiff, das war ganz cool. Ich hab's noch nicht gebaut, aber sah ganz cool aus. Und Post X-Wing, halt wieder ein X-Wing, aber neue Farben. Die Farben sahen zumindest irgendwie cool aus, war zumindest auch was Neues, nicht der nächste Red 5 X-Wing.
Und ja, ansonsten die Microfighter und Juniors kannst du eigentlich in den meisten Jahren wirklich vergessen. Insofern, ja, ich fand die Welle von diesem Jahr nur schon wirklich nicht gut. Aber so wie es momentan ausschaut, hat Lego es nochmal geschafft, das zu toppen. Hervorragend. Achso, und die beiden, es gab ja dieses Jahr noch Battle Packs. Das ist ja eine großartige Sache. Sift Truth Battle Pack fand ich sehr nice. Mandalorian Battle Pack war kein richtiges Battle Pack, aber auch ein cooles Set, auf alle Fälle. Mandalorianer einen Stubshooter in die Hand zu geben, wirklich großes Verbrechen. Und ja, ich verstehe nicht. Ich verstehe das Prinzip nicht wirklich von diesem schon wieder X-Wing, X-Wing, X-Wing. Ich fände es ja ganz gut. Hat ja auch, glaube ich, der Held der Steine hat es auch schon des Öfteren gesagt. Es wäre eigentlich, der Idealfall wäre eigentlich, wenn sie so das einmal alle 5, 6, 7 Jahre machen, so ein X-Wing geupdatet mit bestimmten Figuren, die man vielleicht auch mehrmals kaufen kann nach Möglichkeit und das dann einfach wirklich lange, lange am Markt lassen und nicht es nach 2 Jahren wieder vom Markt nehmen und dann im nächsten Jahr direkt wieder einen neuen X-Wing raushauen. Das hat doch keinen Sinn und Zweck. Also, ja, aber Lego weiß ganz genau, was sie tun. Come off well after what was a pretty great summer 2020. So let me know what you guys think in the comments below. If you're new to the channel, make sure you hit the subscribe button so you stay up to date on the latest unexciting. Ja, unexciting. Muss man auch sagen, beziehungsweise muss ich auch sagen, ich war ja auch ein bisschen skeptisch, was diese Sommerwelle anging. Auch als wir die Bilder bekommen haben, aber im Nachhinein war das schon wirklich eine gute Welle, die wir in diesem Sommer bekommen haben. Mit der Razor Crest, mit dem Fire Resistance Set natürlich, mit einem AAT, mit einem Night Buzzard, den ich ganz in Ordnung fand. Viele von euch ja nicht. Einem General Grievous, der okay war. Leider durch ein völlig absurdes Preisschild völlig zerstört wurde, aber von sich her, vom Bild her auch nicht schlecht war. Und was gab's noch? Anakin's Jedi Interceptor, okay, das übliche Gerümpel. Ansonsten, ja, was wirklich in Ordnung? AT-AT-Ding gab es nämlich zum Beispiel 6 Jahre lang nicht mehr. In der Zeit, bis es den nächsten AT-AT nach diesem von diesem Sommer wieder geben wird, werden erstmal 5 X-Wings natürlich noch erscheinen. Und ja, Überraschungssache mit dem ITS Transport, Death Star Final Duel. Okay, ist jetzt nicht sonderlich im Preis gestiegen, aber auch in Ordnung mit dem Darth Vader Arm Printing, eine ganz coole Sache. Aber wenn da jetzt keine coolen Minifiguren dabei sind, dann dürft ihr euch auf ein Video freuen, in dem ich wahrscheinlich noch länger reden werde als in diesem Video hier. Lego Star Wars 2021 News. I'll see you on the next one. Peace out. Okay, das war's mit dem Video. Schönes Video. Es waren leider keine Bilder ja dabei, eben wahrscheinlich wegen diesen Problemen, die ich schon gesagt habe, bei den Sommer 2020er Bildern. Ja, aber er hat sich zumindest auf alle Fälle Mühe gegeben, das irgendwie zu beschreiben, so gut wie möglich. Und ja, ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Eindruck davon, wie die im Endeffekt aussehen werden, außer beim X-Wing, da weiß ich noch nicht so ganz. Ja, aber Shuttle sind vielleicht ganz gute Nachrichten. TIE bleibt, was es ist. Und ja, die Microfighter auch nichts Aufregendes dabei, deswegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Es werden sehr interessante Wochen und Monate, bis wir die Bilder bekommen. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktionen sein werden. Das war's. Schreibt mir natürlich alles sehr gerne in die Kommentare eure Meinung zu allen möglichen Themen. Schreibt natürlich auch sehr gerne in die Kommentare, was für Figuren ihr euch wünschen würdet bei diesen Sets. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert natürlich auch sehr gerne diesen Kanal. Das war der schnellste Satz, den ich hier gesägt. Ich habe diesen Satz sowas von gesägt. Gesagt habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. It's time for breaks. Ciao.